Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall MMOG ab und benutzt den 8% Discount-Code RealFIFA, um ordentlich zu sparen. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Foot Champions Rewards Pack Opening. Und heute gibt es die letzten, Jungs, die letzten Foot Champions Top 100 Rewards. Und mit dabei ist natürlich auch Marco, von dem wir auch heute hier die Rewards bekommen. Ich meine, am Anfang, ja, haben wir sie von Marco bekommen und jetzt am Ende auch nochmal. Deswegen, Jungs, checkt auf jeden Fall gerne seinen Twitter-Account ab, Social-Media-Seiten, alles in der Beschreibung. Und ja, Mann, du kannst dich gerne nochmal vorstellen hier, das letzte Mal in FIFA 18. Ja, für das letzte Pack gibt's noch das Beste. Also ich denke mal, ihr solltet jetzt mal ein bisschen gönnen. Ja, ich weiß noch, das erste Monatspack oder das erste Pack, was sie aufgenommen haben, war direkt Eriksen. Stimmt. Der zweitbeste Spieler, den es gab. Wer weiß. Ja, stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Mit Eriksen war war eigentlich ganz okay. Da warst du ja ganz zufrieden. Und du hast ja auch schon eine richtig geile rote Karte. Das zeige ich euch jetzt kurz nochmal, bevor wir hier reingehen. Und vielleicht wird es heute tatsächlich soweit sein, dass es den Messi Discard gibt. Das wäre schon hart. Du bist ja Barca-Fan und dann denke ich auch mal Messi-Fan, ne? Naja, sehr echt bitter. Aber gut, man muss natürlich sagen, am Ende, es ist jetzt keine Weekend League mehr am Start, deshalb ist das nicht mehr ganz so extrem bitter, aber es wäre natürlich, stellt euch mal vor, wir ziehen jetzt Messi und der wird dann discarded, ist schon wirklich hart, aber werden wir einfach mal sehen. Ansonsten dein Team natürlich auch stabil, du kannst mal raushauen, mehr Wünsche geht ja auch nicht, weil Weekend League ist ja auch vorbei, ne? Ja, aber ich habe jetzt mal, also letztes Wochenende habe ich ja Suarez getestet. Ja. Wenn ich ehrlich bin, irgendwie gefällt mir Suarez im Vergleich zu Ronaldo einfach ein Ticken besser. Ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach so krass. Der ist körperlich, er hat auch dieses Tempo, was er mitnimmt, das ist enorm. Also der hat der 99 Antritt und der zieht jeden Verteidiger weg. Also da kommt niemand hinterher, nicht mal Valencia, die neue Karte. Ne? Ja, und der Typ ist halt dann auch wegen den Physis-Wert so richtig stabil, denke ich mal. Also ich habe den 99er noch nicht gespielt, der Team of the Season hat mir aber schon sehr, sehr gut gefallen und ich denke, jetzt nochmal diese zwei Ratings mehr, das macht den nochmal umso stärker. Und ich meine, die Bilanz, 48 Spiele, 63 Tore, 28 Vorlagen sind, denke ich, schon krass genug, da brauche ich nicht mehr viel sagen. Und Mann, vielleicht werden wir jetzt hier sogar den Team of the Season Suarez ziehen. Keine Ahnung, gibt auf jeden Fall vieles. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier gerne noch das letzte Mal hier ein Like da lasst für die letzten Top 100 Monthly Rewards, Jungs. Ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass Marco die jetzt hier zusammen mit mir öffnet. Also muss ich auch nochmal sagen, danke natürlich an dich, Marco. Und wir sehen hier Platz 26. Erstmal GG nochmal. Ja, Digga. Ja. Ich bin gespannt, wirklich, am Ende von FIFA 18, ob EA jetzt noch gönnt oder nicht, das werden wir sehen. Und ich weiß gar nicht, hast du wöchentlich eigentlich noch zu Ende gespielt? Ja, ich habe noch 36 Wins geholt. Oh, okay, 36, ja gut, dann haben wir sogar noch die wöchentlichen auch am Start. Also Platz 40 dann auch nochmal, ja, natürlich musst du auch sagen, ne, am Ende ist nicht mehr so ganz schwer gewesen, oder? Das ist irgendwie so Woche für Woche unterschiedlich, finde ich. Also es gibt manche Wochen, da kriegst du echt die größten Randoms. Wenn ich ehrlich bin, so, ich weiß nicht, als ich 39 geholt habe, hatte ich eigentlich so gar keine Gegner. Ja. Dieses Wochenende habe ich zum Beispiel gegen Enzo oder sonst was, also gegen Pro-Spieler gespielt. Ja. Deswegen habe ich auch 4 Niederlagen zum Beispiel. Und okay, ich hatte noch einen DC, aber sonst sind die Gegner eigentlich relativ einfach, außer du bekommst halt auch noch Top 100 Spieler. Weil es gibt gar nicht mehr so das Mittelding. Das stimmt, ja. Muss ich aber auch sagen, als ich einmal diese 39 Siege geholt habe, da hätte ich easy 40 Siege holen können. Und da waren die Gegner echt richtig schwach, muss ich sagen. Und dann gibt es halt wirklich Weekend Leagues, wo du dann 10 Top 100 Gegner hintereinander bekommst. Und ich weiß gar nicht, siehst du gerade diese Meldung hier? Gibt es hier gerade Foot Champions Belohnungsprobleme? Keine Ahnung, was das jetzt heißt. Das Gute ist, können wir jetzt erstmal nochmal sagen, dass du jetzt hier als letztes in der Top 100 stehst, sage ich mal. Du wirst da jetzt verewigt für immer, sage ich mal, auf Platz 40 und natürlich auch monatlich. Heißt, wenn wir in 2 Jahren nochmal gucken, dann bist du auf jeden Fall da drin. Ich weiß gar nicht, ob das so dein Ziel war, aber... Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, jetzt hast du es auf jeden Fall schon mal von mir gehört, hast du es natürlich geschafft und ich weiß gar nicht, was das jetzt heißt. Ob wir jetzt hier keine Belohnung haben oder
wie das Ganze aussieht. Okay. Komischerweise sind die alle Belohnungen hier, ne? Ja, aber vielleicht war das nur so eine Meldung, falls was passiert, damit man Bescheid weiß. Ach so, okay, ja gut, gut, dass sie uns informiert haben. EA weiß immer Bescheid. Und ja, ich würde sagen, welches Pack von den 300k-Packs willst du zuerst, ist eigentlich egal, ne? Ja, ist egal, aber du kannst die Mitte öffnen. Okay, so. Vielleicht Suarez runter. Dann machen wir die goldene Mitte. Vielleicht kommt da ja jetzt hier schon eine geile Karte. Mal gucken. Gibt natürlich jetzt auch nicht mehr so die Special Cards zu ziehen, ne? Aber nee. Ja, okay, es wird Strohmann sein, Jungs. Und da können wir auch nochmal gleich zu den neuen Ratings kommen. Die ersten sind ja released worden und natürlich auch viele neue Icons. Deine Meinung einfach mal raushauen und ich öffne einfach mal hier die 100k-Packs, würde ich sagen. Soll ich alles auf die Transferliste hauen? Ja, kannst du machen. Alles klar. Ja, wir haben ja schon gerade drüber geredet wegen den Icons. Also meiner Meinung nach gibt es einfach jetzt viel zu viele Icons. Die hat ein bisschen übertrieben. Die haben ja über 200 Icons. Ist halt, ich finde, das ist dann halt so dieser Reiz, eine Icon zu besitzen, ist halt nicht mehr so hoch. Und ja, diese Ratings, die sie gerade bekannt gegeben haben oder heute Mittag, also ich finde, da irgendwie übertreiben die ein bisschen wegen dem Tempo. Irgendwie bekommt jeder gefühlt ein Downgrade von mindestens 4 Tempo. Ja. Und manche, die man gar nicht versteht, bekommen dann auf einmal 5 Tempo mehr. Ja, ist ein bisschen komisch, finde ich. Aber ich weiß nicht, ihr könnt ja in die Kommentare hauen, wie ihr das mit den Icons und so findet. Genau, ja man, schreibt das mal rein, Jungs. Ich muss ja persönlich sagen, ich feiere diese neuen Icons mit Ballack, diesen Butre, Gueno oder so, hat auch richtig geile Stats, Figo ist wieder dabei, also sind schon wirklich fresher, aber so wie du meintest, das mit diesen drei Versionen, vielleicht dann nur eine Version, und ich denke mal auch, dass es dann so sein wird, dass in FIFA 19 sehr, sehr viele mit einem Full-Icon-Team oder so rumlaufen. Vor allem die, die direkt reincashen. Aber Jungs, schreibt das mal in die Kommentare und die 100k-Packs, Digga, die sind ja mal exzellent, ne? Ja. Also, ja, da braucht man nicht mehr zu sagen. Wir haben eben Ederson gezogen, jetzt Falcao, da ist wirklich jetzt nur nicht die erste Sahne drin gewesen, aber ich hoffe, dass das dann wenigstens hier in deinen Top 100 Packs dann der Fall ist. Naja, schauen wir einfach mal eure Meinung in die Kommentare zu den Icons und natürlich auch zu den Ratings. Vidal mit 58 Pace, Jungs, muss man nicht verstehen, aber und Robben auch unter 80 Pace, ne, 78 oder so hat er jetzt. Ja, 78 oder 79, aber ich finde es halt krass, wenn man überlegt, Robben hat minus 11 Pace oder so bekommen, Vidal minus 17 Pace. Ich frage mich halt, die sind doch nicht auf einmal so langsam. Nee, das verstehe ich gar nicht. Das ist schon richtig komisch, Jungs. Genau das habe ich mir auch gedacht. Aber eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Top 100 Set. 6 Team of the Season sind am Start. Hast du irgendwie ein gutes Gefühl oder ein schlechtes? Du kannst ja mal deine Rating Prediction raushauen. Also letzte Woche war das, ja. Ja. Ja, genau. Hast du eine 95 gezogen. Also genau. Ich glaube, wegen den letzten Rewards 96 plus ist, glaube ich, machbar. Ja, Mann. Würde ich jetzt auch wirklich unterschreiben. Also jetzt zum Abschluss hier für Marco. Ein 96er plus Spieler. Vielleicht sogar auch noch direkt was richtig Geiles. Werden wir einfach mal sehen. Ich würde sagen, du das wieder runterzählen und dann geht's los. Das letzte Top 100 wöchentliche Set hier. Ja, Mann. Okay. 3, 2... Let's go. Los geht's, Jungs. Come on, wer wird es sein hier zum Abschluss? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wir werden es sehen und mal gucken, wer jetzt auftaucht. Es wird hoffentlich Hummels. Ja, moin. Nicht. Digga. Was ist los, Alter? Ja, ist geil, Jungs. Süle. Ja. Also... Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ein geiler Abschluss hier. Mal gucken, vielleicht ist da ja noch was Freshes hinter. Keine Ahnung, hinter Süle kann jetzt nicht so viel sein. 78er. Okay, Lemar. Dann haben wir noch Rami. Freunde, was gibt's Besseres als so ein Abschiedsgeschenk von EA Sports? Sind wir mal ehrlich. Was denn? Die gönnen richtig, ne? Ja, die sind halt komplett am Gönnen. Die gönnen uns... Oder die gönnen dir vor allem hier immerhin Lemar, aber das ist natürlich, die brauche ich, da brauche ich nicht nachschauen. Hier 90er Rami und dann 3 aus der zweiten Liga oder sowas. Auf jeden Fall Bombe, spitzenmäßig, Jungs.
Ich hoffe, das geht nicht so weiter. Ich hoffe, dein monatliches Pack mit der Icon ist gut. Immerhin eine Icon, wenn die Icon gut ist, dann können die roten Karten schlecht sein oder andersrum, ne? Das würdest du, denke ich, auch so sehen. Lieber die roten Karten, also die Icon, das kann auch ein Puyol sein, aber die roten Karten, lieber habe ich jetzt nochmal so ein Ronaldo als eine Icon, weil die Icons hat man eh schon so durchgespielt. So. Stimmt, ja Mann. Okay, ja, dann bin ich gespannt. Ich sag jetzt hier mal, ja, es wird ein 97er geben. Komm, ich gehe jetzt aufs Ganze einfach. Das war gerade hier kompletter Fail mit Süle, Jungs. Aber ich hoffe jetzt hier auch auf eine geile Karte für Marco zum Abschluss. Wie gesagt, das letzte Mal jetzt hier diese Top 100 Monthly Rewards. Ich hoffe, euch hat das ganze FIFA-Jahr erstmal, sage ich mal, gefallen mit den Rewards. Ich habe natürlich auch versucht, so viele es geht, ja, hochzuladen. Von Marco natürlich auch, von anderen und auch von mir selber. Und man muss sagen, alles im allem waren die Rewards bisher für mich nicht so erfolgreich, für dich schon. Es war, glaube ich, so geteilt, ne? Bei verschiedenen oder bei sehr, sehr vielen. Bei manchen wirklich sehr gut, bei anderen nicht so gut. Ja, bei mir war es ja auch so, dass ich bis zu einem gezielten Zeitpunkt, das war, wo man diese Once-to-Watch-Packs hat, da hatte ich das erste Mal Glück in ganz FIFA. Mhm. Und dann wieder gar nichts. Und dann kam wieder ein bisschen was. Und dann kam Messi und dann wieder gar nichts mehr. Es ist. Ja, ist schon. Ist echt so. Ich hatte ja auch einmal Messi Team of the Year. Das war auch das Einzige, wo ich wirklich mal sagen musste, da bin ich richtig ausgerastet. Aber ansonsten, naja, war es halt einfach. Naja, durchschnittlich, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal euren besten oder euer bestes Pack in die Kommentare schreiben. Was war euer bestes Pack? Habt ihr eine Icon gezogen? Habt ihr vielleicht Ronaldo gezogen? Messi, schreibt es mal gerne rein. Und jetzt würde ich sagen, labern wir nicht mehr viel. Das letzte Pack wird jetzt geöffnet. Und du hast wieder die Ehre, runterzuzählen. Und ich hoffe hier auch vielleicht eine geile Ronaldo-Messi-Karte. Wir werden sehen. Dann 3, 2, 1. Okay, let's go, Jungs. Checkt natürlich auch die Social-Media-Seiten jetzt von Marco ab. Und ich würde sagen, Icon kann jetzt hier bitte zum Schluss nochmal gut werden. Und es wird, ja, wer wird Ego. Das, Digga? Wird es wenigstens die Prime? Ja. Ja, okay. Prime Icon Costa, Rui Costa. Ja, als ich Portugal gesehen habe, natürlich kann das jetzt nicht so das Wahre sein, aber die Prime-Icon von Costa sieht sogar ganz nice. Am Anfang sehr, sehr viele damit in der Weekend League gespielt. Das ist auch das Lustige. Ja? Costa war in meiner ersten WL dabei und jetzt ist er beim Abschluss dabei. Echt krass, okay. Ja, muss ich sagen, auch perfekter Anfang und perfektes Ende. Und jetzt die roten Karten, Jungs. Spannung ist da und ich würde sagen, komm, mit der Nase drücken wir jetzt weiter und hoffen hier auf was Dickes. Komm schon. Jungs, nochmal zum Abschluss. ja. Du wolltest. Aber Piqué. Ja, Mann. Du wolltest ein paar Calcio A-Spieler. Hier hast du Handanovic. ja. Oh, Walker in Rot, Digga. Sterling. Blau hab ich gar nicht gesehen. Walker in Rot geht klar, ne? Das ist halt auch so eine Karte, die kannst du noch reinpacken, aber. Ja gut, Piqué für Barcelona hier, sage ich mal. Radetzky, Naldo, Bailey, Matic, alles im allen. Vielleicht hast du ja eine doppelte gute rote Karte. Jetzt hier, pass auf, Messi. Ja, wird jetzt hier hoffentlich, ja, doppelt sein. Okay, Ter Stegen. Ja. Deine Bewertung erstmal. Es kommen natürlich gleich noch welche. Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall Piqué ziehe, weil ich habe den jetzt in jedem Monatspack gezogen. Ja. Aber ich sag mal so, eigentlich sind ja gute Karten dabei, so Sterling, Sané sind ja jetzt nicht so unbedingt schlecht. Klar, ja. Oder dann hast du ja auch noch einen Walker, der gut ist, Bailey ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Und man hat auch relativ gute Karten, ich habe ja auch schon gesagt, mir ist eigentlich relativ egal, was da ist, ich will einfach nur mal auch mal andere Tots-Karten spielen und in Rot sehen es halt viel geiler aus. Na Mann. Außer schon gute Karten dabei. Ja, muss ich sagen, also da sind viele, sag ich mal, neue Karten, die man dann nochmal spielen kann. Aber klar, für den Abschluss, Jungs, ganz im Ernst, EA, was ist los mit euch? Weiß ich nicht. Also, naja, gut, 95er Handanovic. Vielleicht wird jetzt die zweite Seite noch besser. Ich hoffe es einfach mal. Soll ich Ter Stegen einfach discarden oder? Ja, kannst du machen. Okay, ich wollte sagen, oder bricht dir das Herz dann komplett auseinander? Nein. Okay, komm, wir discarden ihn. Und dann schauen wir mal die zweite Seite an. Und du! Okay, das ist geil. Das ist ja mal mega, Digga.
Ja, Reus, Digga, mit Groß. Und dann auch noch Courtois, Batshuayi, Elly, Otamendi. Das ist ein richtiges BPL-Pack. Ist, ja, ne? Stimmt. Hast fast alle aus der Premier League, sag ich mal. Okay, bis auf De Bruyne oder so, aber trotzdem. Ja, und Reus ist eh geil, weil ich finde Reus trotzdem einer der besten Subs, die man kriegen kann oder auch von Anfang an spielen kann. Ja, Mann. Da kann man sich echt freuen, so jemanden im Verein zu haben. Na, ist halt echt so, Jungs. Da muss ich jetzt sagen, muss ich alles nochmal revidieren, was ich eben gesagt habe. Das Pack geht jetzt vollkommen klar. Zum Abschluss so Reus, Groß und so, klar, Groß. Gut, obwohl er hat halt 67 Pace, geht sogar auch noch. Die Karte habe ich auch schon öfters mal gespielt, das geht. Und alles im einen, kurz war ein geiler Keeper, Elly und Co. Also ja, ich würde sagen, da gebe ich einfach mal eine 8 von 10 für dieses Pack. Ihr könnt ja auch mal eure Einschätzung raushauen und dann kann ich gar nicht mehr viel sagen. Marco, du hast das Abschlusswort. Danke nochmal, dass ich hier deine letzten Top 100 Monthly Rewards hier öffnen konnte. War ein geiles Jahr, ich hoffe FIFA 19 wird noch geiler und jetzt hast du das Schlusswort. Also ich fand FIFA 18 auch geil, erst recht, weil es mein erstes richtiges Jahr in diesem E-Sport-Bereich war. Mhm. Ich hoffe einfach, dass es in FIFA 19 sich noch steigern wird. Ja, Potenzial ist auf jeden Fall da und ich bin mal gespannt, wie einfach FIFA 19 wird. Ist ja bald auch noch die Zeit, wo man die Demo zocken kann. Ja, Mann. Ich habe auch richtig Bock drauf, weil, ja, das war es eigentlich schon so von mir. Genau. Ja, dann würde ich sagen, zocken wir auf jeden Fall dann auch in FIFA 19 wieder zusammen und dann gibt es vielleicht auch wieder die ein oder anderen dicken Rewards. Wir werden sehen, Freunde. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Lasst ein Like da fürs letzte Top 100 Pack und ja, dann bis zum nächsten Mal. Marco und ich sind raus. Haut rein. Ciao.